Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Herr der Ringe Lego. Das Herr der Ringe mit der besten Story. Und ich bin wieder nicht alleine, seht ihr hier einen zweiten lustigen Charakter, der hier bändend durch die Gegend hüpft, so wie ich. Das so typisch Lego, eskaliert noch härter als andere Spiele. Ah, jetzt kann ich doch hier was tun. Und ja, hier, Namen 3. Dachte dir sogar, was du machen musst. Funktioniert! Dann buddel mal ein hier, deine tolle Pflanze. Oh. Das ist sogar tatsächlich eine tolle Pflanze. Ja. So kommt man also an die Lila-Stats. Boing, boing, boing. Wo bin ich? Ich bin wieder irgendwo. Nein! Ich bin wieder irgendwo, nur nicht da, wo ich hin möchte. Ach. Was auch super gemacht ist, dass man nur von hinten sehen kann, wo man da genau hinspringt, damit man es ja nicht genau erkennt. Ah. Wunderschön. Wir sind gleichzeitig drauf. So. Wir sollten jetzt aber mal in Richtung irgendeines Levels. Ah, du läufst in die richtige Richtung. Ich glaube, ich laufe hier den Weg hinterher. Ich laufe in eine andere Richtung, vermutlich auch richtig. Mal gucken, ob wir gleich rauskommen. Ja, werden wir sehen. Wahrscheinlich nicht, weil die Welt recht groß für Lego-Verhältnisse aussieht. Also, ich kann immer noch nicht schwimmen. Da ist ja ein Fest, was du in der Katze ziehen wolltest. Boah, mit einem beherzten Schwung. Egal, ich versuche dich erstmal wieder zu finden. Und, ein Schwein. Ein Schwein, das Karotten frisst. Warum nicht? Wo muss ich. Jetzt. Nö. Nö. Ich nicht. Und hier sagt er jetzt nicht, oh, ich kann nicht schwimmen. Na gut. Kartenstatuen sind hilfreich, wenn du Geheimnisse aufspüren möchtest. Drücke K, um sie zu verwenden. Ja. Funktioniert super. Würde ich mal gelinde gesagt sagen. Ah, da bist du ja. Man findet überhaupt keine Schätze. Hier bin Habe ich dich wieder gefunden. Und wir müssen noch rausfinden, wo wir hin müssen. Irgendwo hoffentlich einfach diesen Hilfstanz nach. Denke ich auch. Wir werden einfach dem zufolgen. Ah, links nach links. Das wissen wir. Also pauschal diesen Weg hier folgen. Einfach immer weiter. Bauer Margotsfeld. Da ist ein Pfeil. Wunderschön. Und dieses Feld erinnert so ein bisschen an ein Maislabyrinth. Es geht weiter. Wir haben einen Blackscreen und eine Karte. Juhu. Auf geht's. Okay. Es lädt, indem etwas gezeichnet und ausgemalt wird. Schön. Wir lassen das einfach mal. Wir überspringen hier gar nichts. Frodo! Merry, es ist Frodo Beutlin! Hallo Frodo! Was habt ihr hier zu tun? Na! Tja. Accidentally das gefräßige Schwein von ihm. Das war knapp. Oh. Ich hab mir irgendwas gebrochen. Von der Straße runter. Schnell! Gleich schon mal wieder, gleich schon nicht schön. Kennt man ja aus dem Film. Jetzt ganz langsam hier davon schleichen. Jetzt die Frage, kann das hier... Man kann immer noch schlagen, man kann Charaktere wechseln. Nein. Man kann alles, würde ich sagen, pauschal. Na toll, ich kann nichts. Und du hast eine Zunderbüchse dabei. Zunderbüchse und meine Schaufel. Kann ich was? Nein, der kann nichts. Der kann auch. Oh, der hat eine Angelrute. Praktisch, praktisch. Dann gehen wir mal den Weg entlang. Und sammeln wieder Angelruten. Angelruten Power FTW. Wie ich die nutze, weiß ich allerdings nicht. Pauschal würde ich sagen K. Oder auch nicht. Ich
mal 3. Da kann ich wieder was Tolles machen. Gehen wir mal aus der Sonne. Hat's geklappt? Nee. Doch, du hast was aufgesammelt. Achso, hab ich. Super. whatever that is. Ups, hab ich weggeschmissen. Ah, achso, jetzt ist er nämlich. Ein abgelenkt. Nice cool. Ja. Ich lass dich mal draufschlagen und ich hab meine Nüsse offen. Jetzt darf ich hier wieder buddeln. Und anbauen. Jetzt darf ich den Nazgul hier wieder. Ich muss springen! Springen! Ach, springen kann man hier nicht, nur rollen. Nein, ich muss 3 drücken. Achso, ich muss 3 drücken. Ja. Hä? Nee, du, ich musste das Ding hier aufsammeln und das da hinten hinschmeißen. Pass mal auf. Jetzt muss ich das nur, wo ist es denn jetzt? Ich hab's noch in der Hand, sehr gut. Okay. Ja, ich weiß ihn doch. Hä? Was? Ja, toll. Nicht weit genug geschmissen oder was? So, 3 aufsammeln. Dann auswählen. Dann Nummer 1. Also 1. Jetzt wieder ein Schieber aus. Und ein Artefakt, aber ich glaube nicht, dass Strange wir da reinkommen. Strange Story. Typisch Aufnahme, funktioniert wieder gar nichts. Ich will schlagen und so einfach random selber. Das war jetzt nicht so schwierig, muss ich gestehen. Das war wirklich nicht schwierig. Oh, Geld. Das sieht man noch gerne. Noch mehr Geld. Guck mal, noch mehr. Schlagen wir einen Baum kaputt. Er hat mich gesehen, deswegen ist nichts gut. Ich gehe wieder ein Stück zurück. Du musst hier ausweichen. Ein Vogel? Und das kennt man jetzt aus den anderen Teilen. Hier sind kleine Charaktere, weil wir ist auch cool, weil deswegen hat man jetzt fast instant, außer im ersten Level. Ja. Aber danach hat man eigentlich die kleinen Charaktere immer. Kriegst man lustig rein in die kleinen Lügen und kommt dann anders raus. So, und jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurück. Na toll. Na, wenigstens ist es so geskriptet, dass man hier nicht runterfallen kann. Das ist schon mal nett. Und silberne Objekte kaputt machen können wir noch nicht. Braucht man auch wieder an. Nein, halt! Na, du Idiot! Typisch Lego! Ja, typisch Lego. Man drückt immer die falschen Knöpfe. Wenn ich Lego spiele, drücke ich immer die falschen Knöpfe. Du kannst wieder was pflanzen eigentlich. Oder nicht? Ich sehe ja gar nichts. Ah, stimmt, Stieger, ja. Nö! Ja, komm, jetzt ich bin wieder zu nah an dem. Jetzt bist du gerettet, weil ich das voll gepflanzt habe. Boah, nice! Das war retten wir Frodo in letzter Sekunde. Schlagen wir hier wieder auf die Bäume ein. Pauschal macht eigentlich das Schlagen auf einen Baum, der uns schützt, keinen Sinn. Eigentlich? Nee. Danke, gibt, Baum, du hast uns gerettet, deswegen jetzt schlagen wir uns auch keinen, nicht ein. Genau, jetzt, deswegen gibt's auch keinen, gibt auch nicht die ganze Zeit Geld. Und Gandalf der Graue reitet nach Isengard und ersucht mich um Rat. Saruman. Dann ist der Ring der Macht also gefunden worden. Er war im Auenland, direkt vor meiner Nase. Sauron scharrt alles Böse um sich. Du weißt das? Woher? Ich habe es gesehen. Oh. Ein Palantir ist ein gefährliches Werkzeug, Saruman. Die Zeit verrinnt schneller, als du denkst. Saurons Streitmacht ist bereits unterwegs. Sie werden den Ring finden und den töten, der ihn trägt. Frodo!
müssen uns auf Saurons Seite stellen. Seit wann gibt Saruman der weise Wahnsinn Vorzug vor Vernunft? Super. Wunderbar. Wie aufs Kämpfen nicht abgehen. Deinen Kampf da gegen den Saruman. Aua, das war jetzt voll die Zeit, voll die Zeit. Zack. Ach, du Loser. Jetzt habe ich ein Problem. Ich habe dir die Möglichkeit geboten, mir freiwillig zu helfen. Doch du entscheidest dich nun für den Schmerz. Aua. Das ist bitter. Ziemlich hoch. Was? Aua. Jetzt bist du, glaube ich, wieder bei mir. Ja, jetzt bin ich wieder bei dir. Und ich bin Wechsel mal zu dem Typen, der die Angelrute hat. Den brauchen wir jetzt. Accidentally bin ich der. So, Angelrute rauspacken. Mal die 3 und K. Angeln wir. Was auch immer ich gerade gefunden habe. Auf mal nichts. Hm. Also, K, Angeln. Interessant. Das muss ich gerade auf den da oben werfen. Ups, Entschuldigung. Ich habe gerade vor 1 eingezeichnet, nehmen wir das nicht da. Oder auch nicht. Nee. Nimm du es auf, kannst du glaube ich auch. Ja. Oder auch nicht. Nee, nicht wirklich. Auf dieses komische Ding hier. Ach, du kannst zielen, ne? Okay. Nicht auf mich. Ich habe versuch das gute Gefühl, der Typ da ist im Weg. Also nehmen wir mal den Typen. Jetzt weiß ich, wo das hin soll. Da, wo der Fall. Aufs Feuer. Hm. Ups. Zielen und. Yay.
Jetzt hat der so ein kleines Problem. Ja, ein bisschen. Wir können ja leider nicht schwimmen, obwohl. Können wir schwimmen? Ja, können wir sein. Oh ja, wir können schwimmen, sehr gut. Dann kann ich durchs Wasser warten. Und hier gibt es Gold. Münzen. Goldmünzen. Oder eine blaue sogar. Jetzt sehen wir mal, wie sie von nahen aussehen. Super schön. Von nahen. Wollte man immer schon mal sehen. Jetzt wieder. Hier kann ich wieder. Du kannst graben. Pflanzen oder graben. Graben der grabende Charakter. So, muss das jetzt hin? Wieder auf den Typen. Irgendwie zu dem Typen, würde ich sagen. Das war's nicht. Da taucht sie wieder auf. Ah, kann man da oben. Doch, da muss ich hin. Hier auf das. Was soll das sein? Das Spinnennetz. Das ist ein Bienenschwarm. Ich habe das so, ja, ich mach das andere. So ein Geist wird von Bienen geärgert. Leider können wir das nicht einschlagen, wie es passiert. Ah, das blitzelt Silber, oder? Das ist das nur bei mir? Nee. Aber wir kommen aber noch nicht weiter, ey. Das ist doch. Das muss ja noch sein. Spammen! Irgendwas. Es wird bestimmt funktionieren, wenn ich öfter drauf drücke. Irgendwie Angelroute oder so, oder ich hab doch, vielleicht, ich hab hier dieses andere doch, hier die. Da müsste auch mal sowas gut sein. Die Zunderbüchse. Genau. Guck mal, wird sowas doch angezeigt? Ne, wird auch nicht, wird auch angezeigt, das hat nicht. Ich bin schon wieder zu nah. Nein, Frodo. Verrückt. Ich hab Wasser eine Idee. Noch irgendwas? Ups. Ja. Ah, gute Idee. Das ist auch so ein bisschen logisches Denken. Manchmal braucht man ein bisschen was. Ah, da ist der Rabe wieder. Und wieder was zum Schmeißen. Und ich glaube, du kannst hier graben. Du musst hier nicht durch. Oh, aber egal. Gut, ich grab hier trotzdem mal aus. Artefakt. Sehr schön. Damit sind wir sind jetzt besser als im letzten Level. Na, wir haben noch nicht, unsere Geldspirale da voll. Ja, stimmt. Kommt aber noch. Kommt. Da ist ja netterweise ein Pfeil, der uns den Weg zeigt. Hat er es jetzt aufgegeben? Er ist weg. Der schwarze Reiter hat irgendwas gesucht. Ich muss das Auenland verlassen. Sam und ich müssen nach Bre. Bockenburger Fähre. Folgt mir. Jetzt aber zu mir. Ah, so ein Bändler. Ah, Verfolgungsjagd hier. Kann man aber ordentlich Münzen sammeln. Schnell, steh auf! Wir sind besser als beim letzten Mal. Schrei! Hilfe! Auf den Rund von der Tür. Einer nicht ausreichen. Ja, aber tot, meine, toll! Wir haben noch nichts. Ja, holte sich wer kann! Geht immer besser. Alle Mann in die Boote! Los, schneller! Frodo, nicht so langsam! Können die Wasser nicht betreten? Also wir sind ja gut, so wir sind schon ein Stück weg. Wie kommt man auf die andere Seite? Über die Brandywine-Brücke.
20 Meilen. Ja, der schwarze Reifen. Frodo im Auenland. Mary. Ein grüner Charakter. Pippin, ein blauer Charakter. Neue Charakter, das ist auch verfügbar. Yippie. Pauschal, da sind wir ein schwarzer Reiter. Und wir sind wahre Abenteuer. Toll, ja. So. Und haben wir haben nicht über 100.000. Nicht ganz 100.000. Nicht aber ganz. Fast. Wir haben sogar zwei Teile. Zwei Teile. Man kann immer noch nicht erfahren, was es werden soll. Man weiß, dass es einen Boden hat. Ein Grünboden. Und damit kann es immer noch alles sein. Geschichte fortsetzen. Durch mal Enter. Oder K. K. Oder so, ne? K. Nicht Enter. Warum auch immer. Schön Doppelbelegung. K ist gleich Enter. Wir sind wieder in unserer tollen... So, ich würde sagen, wir beenden die Aufnahme hier. Ja. Ich schub's nochmal ins Wasser. Weil wir sind im Zwischenpark und dann machen wir einfach so nach jeder Mission Ende. Genau, ist ein gutes System. Gut, dann ciao, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.